Hallo, Lisa Schwarz hier aus der Cinema-Redaktion und ich darf euch heute den Filmtipp der Woche präsentieren. Die Rede ist von Ready Player One und hier beweist Steven Spielberg, dass er durchaus noch in der Lage dazu ist, einen echten Blockbuster zu inszenieren. Im Mittelpunkt der Handlung steht die Welt im Jahr 2045 und die gleicht einem echten Trümmerfeld. Die rücksichtslose Ausbeutung der Ressourcen haben nämlich zu einer weltweiten Energie- und Wirtschaftskrise geführt. Und inmitten dieser dystopischen Welt lebt der Teenager Wade Watts, der dem täglichen Elend sowie viele andere Mitbürger in die Oasis entfliehen. Das ist eine digitale Cyberwelt, in der man sein kann, wenn man will, in der alles möglich ist und in der vor allem die 80er regieren. Und als der Schöpfer dieser Welt, James Halliday, stirbt und den Schlüssel zu seinem milliardenschweren Erbe irgendwo in der Oasis versteckt, beginnt ein rasanter Wettlauf gegen die Zeit. Wade, der schon bald die Nase vorn hat, muss sich hier allerdings gegen den Großkonzern IOI behaupten, denn auch der möchte gerne das Vermächtnis von Halliday für sich beanspruchen. Ja, und Steven Spielberg spickt diesen Film ähnlich wie die Romanvorlage von Ernest Cline mit unzähligen Referenzen zur Popkultur der 80er. Also wir haben hier den DeLorean aus Zurück in die Zukunft oder auch King Kong, der sich mitten ins Getümmel stürzt. Und das ist wirklich was ganz Tolles. Auch der Soundtrack ist eine Reise in die Vergangenheit, also unzählige Hits der 80er, zum Beispiel Van Halen haben wir. Und das macht wirklich Laune. Und ein Großteil des Films wurde mit der Motion-Capture-Technik gefilmt. Das heißt, wir werden mitten mit hineingezogen in die Oasis und können das Abenteuer dieser digitalen Avatare miterleben. Das ist wirklich einfach nur spektakulär. Ich rate jedem Fan der 80er, aber auch jedem Filmfan, diesen Film zu schauen. Ready Player One ist wirklich sein Geld wert. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß im Kino und hoffe, ihr genießt die Zeit.